Im Mustersport gibt es eigentlich immer schwierige Phasen. Und es ist einfach wichtig, dass man immer positiv denkt und an sich selber daran glaubt und einfach vorwärts schaut, weil es kommt immer besser. Ich bin jetzt einmal aufgewachsen und ja, eigentlich schon früh viel Bezug zu der Natur gehabt, weil wir so ein bisschen abgelegen von Zermatt aufgewachsen. Als Kind bin ich eigentlich schon immer neugierig gewesen. Wenn ich jung war oder noch in die Schule gegangen, habe ich eigentlich jede mögliche Sportart ausgelebt und bin eigentlich voll fokussiert auf das Eishockey. Und mein Ziel war immer, Eishockey-Profi zu werden. Ich war immer so ein bisschen der Läufer und eigentlich in unserem Hockeytraining eigentlich im Sommer nachher hier schon den Zermatt-Marathon gemacht. Bei meiner Ernährung, beim Timing sehr wichtig, dass ich am Morgen ein wirklich bodenständiges, gutes Frühstück habe. Milchprodukte ist einfach für mich sehr wichtig, dass ich die verschiedenen Mineralstoffe, die da drin sind, und auch das Kalzium, das Protein oder die ganzen Vitamine aufnehmen kann. Also meine Mama hat immer sehr regional gekocht, hat immer im Garten abpflanzt und hatte immer einen guten Bezug zum Essen gehabt. Sehr wichtig für mich der Lokalgarten hier, wo man eigentlich Mittag die Sachen pflanzen und danach im Herbst kann man die Sachen rausnehmen. Schon nur der Geschmack von diesen Sachen ist nachher viel anders. Und dass dich das mit viel Vitamin und viel Nährstoff versorgen quasi, und du nachher im Rennen brauchst.